Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen zu Exos. Zockt Rhyme. Ja, ein neues Projekt auf diesem Kanal. Warum habe ich mich für dieses Projekt entschieden? Ganz einfach, es hat so ein bisschen Zelda-Grafik. Alle sind ja aktuell so ein bisschen scharf auf das neue Zelda. Und ich bin jetzt so einer, der halt eher PC spielt. Und das habe ich gedacht, was gibt's da für eine interessante Alternative? Und bin dabei bei meinen Recherchen über dieses Spiel gestolpert. So viel ich über dieses Spiel weiß, es ist so ein bisschen so Open World, ein bisschen so Erkundung und ein bisschen Rätsel. Viel mehr habe ich mich nicht wirklich recherchiert, weil ich mir selber nicht allzu viel spoilern wollte. Ganz einfach. Ne? Jo, ich habe hier zwei Kontrollmöglichkeiten. Das Einzige, was ich bei diesem Spiel gemacht habe, sind die Einstellungen zu tätigen. Ja? Also. Und da habe ich gesehen, man kann das mit Tastatur und Maus spielen. Und man kann es mit Controller spielen. Wie sich beides anfühlt, habe ich bis jetzt noch nicht getestet. Das heißt, das werde ich jetzt live erleben. Ich habe jetzt beides neben mir liegen. Ich bin top vorbereitet in der Hinsicht. Das heißt, ich habe die Maus und Tastatur vor mir. Ich habe den Controller vor mir. Und wir gehen mal kurz in die Einstellungen rein, damit ihr seht, unter welchen Bedingungen ich das hier spiele. Das ist einmal die Tastatursteuerung. Das ist WASD, das ganz übliche, wie man es halt kennt. Leertaste ist für Springen und Hochsteigen. Mit der Maustaste können wir rufen. Was auch immer. Mit E interagieren wir. Das kennen wir aus ganz vielen anderen Spielen auch. Und dann gibt es Shift links. Und da werdet ihr schon sehen. Oh, keine Kampftaste. Ist ja mein Ding. Ja, ganz bewusst ein Spiel, wo es mal nicht zu kämpfen gibt. Dann haben wir hier die andere Steuerung. Das ist der Xbox-Controller. Das ist das Gerät, was ich auch hier habe. Ich muss mal kurz mal den in der Hand nehmen, damit ich es mir selber hier mal ein bisschen vorstellen kann. Die A-Taste ist zum Springen. Die X zum Interagieren. Das ist dann die zum Rollen und Tauchen. Die B-Taste und Y oben ist zum Rufen. Ja, mal sehen, ob ich das nachher noch auswendig weiß. Ist so eine Sache. Dann haben wir noch Gamepad als allgemeines. Was das für ein Gamepad jetzt auch darstellen soll, weiß ich nicht. Für uns relevant zumindest jedenfalls einmal der Xbox-Controller und eben die Maussteuerung. Genau. Dann gehen wir mal auf die Grafik. In der Grafik, da sieht man wieder, was die Leute mal erzählen. Ich spiele wirklich auf dem Fernseher. Das ist diese Anzeige hier. Mehr kann ich auch nicht einstellen, weil ich keinen anderen Monitor angeschlossen habe. Die Standardauflösung, wo ich meistens meine Videos mache, 1280x720. Und der Rest ist voreingestellt. Da habe ich jetzt nichts geändert. Da müssen wir mal gucken, wie flüssig das läuft oder so. Das ist dann so ein bisschen Überraschung. Ne? Audio habe ich etwas runtergeregelt, weil ich nicht weiß, wie stark das laut sein wird. Das können wir immer noch nachjustieren. Ne? Gut, dann würde ich mal sagen, fangen wir mal ein neues Spiel an. Ich weiß nicht, ob es da ein Intro gibt. Wenn es ein Intro gibt, werde ich mal kurz meinen Mund halten. Und ja, viel Vergnügen dabei. Okay. Hm.
Na, steh auf. Wow, das war das Intro. Hat sehr viel verraten, ne? Es war stürmig. Und da ist der rote Umhang von den Jungen hier. Ist das ein Junge? Ja, sieht so aus. Vom Gesicht her ja. Von der Kleidung könnte es auch ein Mädchen sein. Ja, übers Meer herumgeweht, der Umhang. Und wir befinden uns jetzt hier am Strand. So, das ist jetzt gerade Maus- und Tastatursteuerung. Fängt dann auch sehr schnell an zu rennen. Ich weiß nicht, ob es bei jeder Passage gut ist dann gleich. Versuche gerade mal so ein bisschen die Steuerung hier hinzukriegen. Die DPI-Zahl der Maus ist aktuell bei 800. Für Leute immer, die interessant sind, unter welchen Bedingungen ich spiele. Ja, und das meine ich halt mit der Zelda-ähnlichen Grafik. Es sieht minimalistisch aus, was diesen interessanten Stil halt macht. Ne? Ja. So, das ist die Sprungtaste. Die Animationen sind schön gemacht, muss ich sagen. So können wir ducken. Das ist das Rollen mit der Shift-Taste. Okay. Und das Rufen. Ja, hey. Irgendwie jemand scheint da zu rufen. Oder ist ganz alleine hier und überlegt sich, wie komme ich weiter. So, jetzt nehme ich mal den Controller in der Hand. Ja, mit dem Controller hat man die Möglichkeit, langsamer zu laufen. Dann hat man die Möglichkeit, schnell zu laufen. Und die Kamera steuert nach. Steuert die Kamera auch bei der Tastatur nach? Ich muss mal kurz mal steuern. Ja, bei der Tastatur steuert die Kamera auch nach. Der andere Stick ist da natürlich die Kamera. Boah, okay. Kamerasteuerung mit Gamepad ist für mich immer so echt so eine Geschichte. So, dann gucken wir mal, wie es hier mit dem Springen ist. Okay, Springen geht anscheinend nur bei hoher Geschwindigkeit. Oder wie? Bei der langsam geht's auch. Okay. Wir spielen jetzt nur eine Mischung zwischen. Das geht auch. Ich könnte mit einer Mischung aus Gamepad und Tastatur spielen. Jetzt laufe ich gerade mit dem Gamepad. Aber hab die Maus für Steuerung. Das ist ja mal geil. Problem ist, dass ich natürlich dann nicht an die Tasten rankomme, die ich brauche. Aber für so langsame Laufpassagen ist das schon geil. Da kann man sagen, was man will. So sieht das echt schon geil aus. Wow, ich bin gerade so ein bisschen geflasht. Vielleicht kriege ich so eine Kombi-Steuerung, dass ich auf diese Taste, die Sprungtaste drücken würde, wäre dann die Interaktionstaste. Und Ruftaste ist eh da drauf. Dass ich mir das umbelege. Warte mal, ich muss mir das mal angucken, ob das geht. Einstellung. Steuerung. Schauen wir mal nach. Interagieren-Taste. Rollen und Tauchen wäre noch. Das wäre dann. Warte mal, wir könnten das hier als Rollen- und Tauchen-Taste nehmen. Das. Na? Irgendwie wollte er das jetzt nicht so. Nochmal. Jetzt habe ich auf ein Gamepad gedrückt. Ich weiß gar nicht, ob er das so nimmt. Warte mal. Rollen und Tauchen. Nee, Gamepad doch nicht. Quatsch, Xbox-Controller. So, LB. Okay. Möchtest du die gespeicherte Änderung beibehalten? Ja. Und interagieren ist dann die Taste. Geil. So, dann kann ich die Tastatur nämlich weglegen.
Außer für die Escape-Taste. Okay. Escape zurück. Und zurück. Jetzt gucken wir uns das mal an. Wow, das spielt sich gut. Ja. Es funktioniert. Sehr schön. Gut, dann wollen wir mal hier mal an den Strand lang gehen und dann gucken wir mal, wo wir lang kommen. Es ist ein interessantes Spielgefühl gerade jetzt so mit Maus und Gamepad. Das ist geil. Vor allen Dingen, ich habe dann auch die Chance, langsamer zu laufen, was man bei der Tastatur leider nicht so hat. Das ist so mal der Nachteil. Kann mir die Gegend hier auch besser anschauen, weil eben diese Maussteuerung eben für Kamerasteuerung ist einfach für mich eingängiger. Hui, rollen. Warte mal, ich hätte jetzt auf Sprung gehabt. Nee, ich habe nichts auf Sprung, sehe ich gerade. Warte mal. Das ist doch die Sprungtaste. Die müsste doch eigentlich normalerweise auch fürs Hochgehen sein, oder? Irgendwie macht er das so nicht. Warte mal, das ist doch eigentlich für die Sprungtaste gewesen. Guck mal nochmal nach. Ach, ich brauche einen noch für Springen. Rollen, tauchen. Boah, dann würde ich sagen, machen wir da Springen. Genau. Gut. Jetzt müssten wir es haben. Genau, jetzt funktioniert's. Okay. Was haben wir denn hier? Eine Vase. Okay, einfach mal auf die Maustaste gedrückt und die Vase geht kaputt. Ich habe die kaputt geblökt. Oh. Ach du grüne Neune. Jetzt werde ich irre. Eine glühende kleine Eidex. Geil. Oder Gecko besser gesagt. Ach, ist das niedlich. Ein grüner kleiner Gecko. Ja, die Leute, die mich kennen, die wissen, dass ich so eine Reptilienmacke habe, aber das knallt gerade richtig heraus. Oh, ist sie niedlich. Guck mal, jetzt sehen wir sie richtig schön in der Kamera. Oh, wie die in die Kamera reinschaut. Ich werde gleich verrückt hier. Hammergeil. So, was haben wir hier? Das sieht auch nett aus hier mit diesen Mücken. Ich mag ja normalerweise nicht Mücken, aber in dem Fall, es sieht schon irgendwie nice aus, wie die hier so rumfliegen. Da müssen wir bestimmt hier rüberspringen. Okay. Okay. Die Sprungpassage muss ich definitiv üben. Okay, das geht. Da müssen wir hier wohl hoch. Es ist so eine leichte Markierung hier am Felsen. Wie wir sehen, dieses Weißliche. Das scheint so ein bisschen hilfreich zu sein. Da lang. Wir gucken erstmal hier lang, was wir da für Möglichkeiten haben. Ah, da scheint was zu sein.
Hallo. Eine Muschel. Okay. Wir haben eine Muschel eingesammelt. Schauen wir mal weiter, was wir hier finden. Mehr ist hier nicht, wa? Da geht's da lang, da geht's da lang. Gehen wir mal wieder hier runter. Hier wäre auch noch eine Möglichkeit zum Langgehen. Gehen wir mal hier runter. Ich weiß nicht, ob es hier Fallschaden gibt. Das werden wir dann irgendwann rausfinden. So, jetzt gehen wir mal auf der Seite. Das war doch hier der Strand. Genau, da sind wir reingekommen. Hier sind wir gewesen. Schauen wir mal auf der Richtung. Können wir hier schwimmen? Okay. Ah, da sind so Pflanzenranken. Die sehen auch schön nett aus. Wow, was ist da? Ja, der Gesichtsausdruck sagt alles. Das ist eine schöne Szene gesetzt. Auch so die musikalische Untermalung. Das ist echt nett. Okay, von da sind wir dann gekommen. Wenn wir mal hier mal so umschauen. Okay. Was haben wir denn da? Ein Wildschwein. Aber die tun anscheinend ein nichts, die laufen eher weg. So, dann schauen wir mal da runter. Ein riesengroßer Turm. Ich habe quasi so eine Turmmacke. Habe ich schon den einen oder anderen auch erzählt, auch im Twitch und so weiter. Aha. Ach, jetzt werden die Schuhe erstmal gemacht. Wenn man das Schuhe nennen kann. So gebundene. Ja. So gebundener Stoff ist das. Also ganz einfache Schuhe. Aha. So eine Statue. Um welchen Tieren? Gucken wir mal uns die Tiere mal näher an. Ich werde mal die Kamera so drehen, damit wir das ein bisschen besser sehen können. Komm mal her. Boah, die Kamera ist nicht so ganz kooperativ. Die kommt nämlich dann näher ran. Na, so einigermaßen. Na, da sieht man die Tiere so. Okay. Schauen wir mal bei dem Wasserfall. Also wenn er schon so aussieht wie Zelda, kann es ja sein, dass hinter dem Wasserfall ein Geheimgang ist. Gucken wir uns das mal an. So die typische Suche hinter dem Wasserfall. Nee, da passiert nichts. Ist auch so eine Vase. Aber jetzt summt der nur so. Er schreit nicht. Okay. Vorhin hat er so gerufen und geschrien. Jetzt summt der. Hört mal. Ja? Oh, so ein ganz kleines Frischling. Oink, oink, oink. Ja, diese Verfolgungsjagden könnte ich rein mit Tastatur gar nicht so schön gestalten. Das spielt sich schön flüssig gerade so. Also so auch ergonomisch. Also mit dem Gamepad und der Maus. Das ist geil. Auch so mit den Kameraschwenks hier so. Das sieht toll aus. So, was haben wir da für Bäume? Schauen wir uns die mal an. Was können wir hier mit den Bäumen machen? Hallo Bäume. Okay, wir können uns so eine Frucht nehmen.
Aha, Schweinchen kommt an. Willst du haben? Tatsächlich. Ich kann hier füttern. Mal sehen, was passiert, wenn ich die hier fütter. So. Wie viel muss ich denn denen geben? Hm. Okay, anscheinend wollte der nicht so viel haben. Was haben wir denn da vorne? Da leuchtet's. Gucken wir mal dahin. Hallo Wildschweinchen. Es greift mich nicht an, aber ich komme nicht durch. Ist interessant, der Controller vibriert dabei so. Und mal da hinten. Wartet mal, wenn die kleinen Schweine das schon fressen. Vielleicht will das große Schwein auch sowas. Und dann kann ich das damit besänftigen. Gucken wir uns das mal an. Das heißt, wir gehen mal darüber. Jetzt kommen die natürlich alle hier hinterher. Die wollen alle was davon haben. Aber das ist jetzt für die große Sau. So, hier, nimm. Hm? Oder ist es zu weit weg? Holen wir nochmal ihn ran. Oh. Komm her. Danke sehr. Was lustig ist, dass er mir dann unten die Hilfesymbole mit den neu belegten anzeigt. Das ist nicht bei jedem Spiel so. Also die haben da definitiv mitgedacht. Die Frage ist, wie viele Leute spielen auch so ein Mischsystem, wie ich das jetzt hier mache. So, jetzt. Ah, jetzt. Okay. Der war ja schon gierig, der hat mich umgestoßen. So, was haben wir hier? Das sieht so nach so einer Statue aus, die so ähnlich aussieht wie da unten. Dann machen wir mal anbrüllen. Ja? Was ist los? Willst du nicht so? Ach so, okay. Wow, was für eine musikalische Untermalung. Also es passt absolut in die Szene. Das ist einfach geil. So, da hinten hätten wir auch noch so ein Leuchteteil. Schauen wir mal, ob wir hier gesund runterkommen. Ja, sieht gut aus. Schauen wir uns das mal an. Wow. Eieieiei, das ist da drüben. Also müssen wir wohl rüberschwimmen. Ja, hier habe ich natürlich zwei Bedeutungen. Einmal, wenn ich hier so steuere, dann sagt der LB. Und wenn ich da mache, macht das Shift links. Deshalb flackert das so. Ich muss mal gucken, dass ich das irgendwann mal auch ausgeschaltet kriege. Linker Button. Ach, da kann ich tatsächlich so runtertauchen. So kommen wir dann wieder hoch. Okay. Ja. Und da haben wir dann anscheinend, ja, den zweiten. Da ist er. Wow, und da geht das natürlich, das Ding da, auch da wohl da hinten hin, ne? Gut. Das war der Einstieg. Ich fand, das war ein sehr schöner Einstieg. Ein sehr stimmungsvoller Einstieg, gerade so mit der Musik und so. Ich wünsche euch alle erstmal einen schönen Tag und wir sehen uns dann morgen, wenn ihr wollt, mögt und vor allen Dingen könnt, gerne wieder bei einer Runde Rhyme. Also bis denn, ciao ciao und bye bye.